Sie hören von Lara Tenbris die erotische BDSM-Audiohypnose im Kerker, abgerichtet und benutzt, produziert und veröffentlicht von Lara Tenbris. Achtung! Diese Audio-CD ist für Jugendliche unter 18 und für schwache Gemüter nicht geeignet. Sie richtet sich an devote Männer, die von ihren Herrinnen so richtig rangenommen werden und gequält werden möchten. Denn in der Fantasie ist alles erlaubt. Viel Vergnügen wünscht dir nun deine Lara. Komm, mein Sklave. Ich, deine Herrin, werde dich jetzt auf eine Reise führen, die du nie vergessen wirst. Du wirst mir auf ewig dankbar sein, die Füße küssen und niemals wieder etwas anderes wollen. Doch zur Vorbereitung werde ich dich jetzt ins tiefste Innere deiner intimsten Wünsche hinabführen, in die tiefen Tiefen deines Unbewussten, deiner Fantasien, deiner schmutzigen Fantasien, die ich begleiten werde. Du legst dich jetzt hin, machst dir eine ansatzweise angemessene Position, eine Position, in der du immer tiefer und tiefer in dein eigenes Ich, zu deiner eigenen inneren Fantasie kehren kannst. Wenn du die richtige Position eingenommen hast, so, wie ich sie dir beigebracht habe, atmest du tief ein und aus, immer tiefer und tiefer, immer weiter und weiter. Bei jedem Einatmen denkst du an mich, deine Herrin, und du spürst, wie ein anderes Gefühl deinen Körper durchflutet. Eine Erregung, ein Kribbeln, ein Prickeln. Vielleicht wird dir leiser, leichter und schwerer, wärmer und kälter. Die unterschiedlichsten Empfindungen durchströmen deinen Körper. Vielleicht hörst du ein Windrauschen im Hintergrund, ein Pfeifen, was von deiner bevorstehenden Reise ankündigt. Immer weiter und weiter, immer tiefer und tiefer in dein eigenes Ich. Und das Kribbeln beginnt an deinen Kopf, deine Nasenwurzeln, geht weiter und weiter, die Wangen hinunter, den Hals, die Schultern, immer tiefer und tiefer, immer mehr und mehr. Und es ist so, als ob dich tausend Hände berühren. Die Arme, den Oberkörper, immer mehr und mehr. Immer weiter und weiter. Und alles, was du jetzt denkst und hörst, führt dich immer tiefer und tiefer, immer weiter und weiter. Zum Innersten deiner Fantasien. Immer mehr und mehr, immer weiter und weiter. Alles, ob es mit dieser Geschichte zu tun hat oder nicht, führt dich immer tiefer und tiefer, immer mehr und mehr in deine eigenen innersten dunklen Geheimnisse. Immer mehr und mehr. Und dieses Gefühl geht weiter
vom Kopf in den Hals, in die Schultern, immer mehr und mehr, immer weiter und weiter. Und die tausend Hände berühren dich, die Arme hinunter, die Brust, den Hals, immer mehr und mehr, immer weiter und weiter. Und es geht hinunter in den Bauch, in die Arme und Fingerspitzen. Und ein wohliges Gefühl durchfließt deinen ganzen Körper. Ein schauriges Prickeln. Immer mehr und mehr, immer weiter und weiter. Hinunter in deinen Hintern, deinen Arsch, in deine Genitalien. Du spürst, wie es dich durchflutet und du immer tiefer und tiefer, immer mehr und mehr in dein eigenes Ich, in deine eigenen inneren Tiefen vordringst. In die Oberschenkel, bis in die Fußspitzen. Und dein Körper fühlt sich irgendwie anders an. So wohl, so angenehm, Schmerzlust, immer mehr und mehr, immer weiter und weiter. Und du gehst immer tiefer und tiefer in deine eigenen Innerstes, ganz gespannt auf das, was jetzt kommen wird, wo ich dich hinführen werde, immer weiter und weiter. Immer tiefer und tiefer, immer mehr und mehr in dein eigenes Ich, zu deinen eigenen inneren Fantasien, immer tiefer und tiefer, immer weiter und weiter. Und dieses Gefühl durchrauscht deinen Körper, du lässt dich immer mehr fallen und meine Stimme begleitet dich überall hin, immer mehr und mehr, immer weiter und weiter. Und du stehst jetzt an einer Treppe und diese Treppe führt noch tiefer, noch weiter in dein eigenes Ich, zu deiner eigenen inneren Fantasie, die ich alles Wunderbare erleben wird. Du wirst alles erleben, alles spüren, was ich dir gleich sage. Und du gehst immer tiefer und tiefer. Und während ich von 1 bis 10 zählen werde, wirst du immer weiter und weiter, immer tiefer und tiefer in deine eigenen Quelle der Kraft gehen. Zu deiner eigenen inneren Fantasie. 1, du machst den ersten Schritt. 2, ein wunderbares Gefühl durchrauscht deinen Körper. 3, immer tiefer und tiefer, immer mehr und mehr, immer weiter und weiter. 4, immer tiefer und tiefer. 5. Deine Fantasie rückt näher, näher und näher. 6. Immer mehr und mehr. Du gehst immer tiefer und tiefer. 7. Und du spürst 1000 Hände auf deinen Körper. 1000 Berührungen, 1000es von Kribbeln. Immer weiter und weiter und ein wunderbares Gefühl durchrauscht deinen Körper. 8, von Kopf durch den Hals, in die Arme, immer mehr und mehr, immer mehr und mehr. Tausende von Fingern und Händen berühren dich, immer weiter und weiter. Und dieses Kribbeln geht immer tiefer und tiefer in den Bauch, in den Arsch, in deine Genitalien, dein Penis, deine Beine, deine Füße,
Überall spürst du dieses erotische Ekstasegefühl. Und du gehst immer tiefer und tiefer, neun. Immer tiefer und tiefer in dein eigenes Ich, zu deiner eigenen innersten, tiefen, dunklen Fantasie. Und zehn. Und du stehst jetzt am Ende eines Raumes. Und in diesem Raum sind verschiedene Türen zu verschiedenen wundervollen Fantasien. Und du drehst dich um dich selber, drehst dich und drehst dich und stopp, jetzt bleibst du stehen und du öffnest die Tür, die gerade vor dir steht. Du gehst hindurch und befindest dich nun in einer wundervollen, geilen, aufreizenden Fantasie. Du öffnest in deiner Fantasie die Augen und du befindest dich in einem Kerker, in einem kahlen Raum, Backsteinwände überall. Und du kannst das gerade so eben sehen, weil nur eine nackte, kleine Glühbirne in diesem Raum ist. Betonboden ist unter deinen Füßen und du stehst dort ganz verloren. Du weißt gar nicht, wie du dorthin gekommen bist. Irgendwie stehst du dort, du kannst dich gar nicht erinnern. Als du dich gerade so fragst, was passiert ist, hörst du Stimmen. Du hörst, wie hohe Absätze über den Flur kommen. Klack, klack, klack. Die Schritte kommen immer näher. Du hörst einen Schlüssel, der sich in der Tür dreht. Die Tür springt auf. Und im Licht steht sie, ich stehe dort, deine Herrin. Du blinzelst, weil dich das Licht blendet. Du kannst mich gar nicht richtig erkennen. Aber ich stehe da, in High-Heel-Stiefeln, die über die Knie gehen, Lack und Leder, völlig in Schwarz gekleidet. Du siehst meinen üppigen Busen, der sich unter der Lederhaut abdrückt, den kurzen Rock, den ich habe, meine Strümpfe, meine schlanken, hohen Beine und diese Stiefel. Mein Haar ist so einen strengen Knoten, in der Hand habe ich eine Peitsche. Du schaust mich an. Du schaust mir ins Gesicht. Kopf runter, aber Dalli, sag ich dir und schwinge die Peitsche. Schnell senkst du deinen Kopf, sodass du nur noch meine Füße siehst, die in hohen Absatzstiefeln stecken. Ich betrachte dich. Wieso hast du eigentlich deine Klamotten noch an? Hast du nicht völlig nackt vor mir zu stehen? Ja, Herrin, sagst du, völlig verschämt. Und Blut durchströmt deinen Kopf. Deine Wangen werden ganz heiß. Du merkst, wie dein Herz schneller pumpt. Denn du weißt, du hast einen Fehler gemacht. Zieh dich aus, aber mach es gut, wenn du schon angezogen bist, will ich wenigstens in den Genuss eines anständigen Striptease kommen. Langsam knöpfst du dein Hemd auf, deine Finger zittern. Die Peitsche knallt. Willst du wohl
vernünftig dich ausziehen und zügig. Ich habe keine Zeit, ewig zu warten. Du versuchst dich zu beeilen, aber es geht mir nicht schnell genug. Ich gehe kurz nach draußen und rufe etwas. Auf meinen Ruf hin kommen zwei von mir speziell abgerichtete Sklavinnen. Sie tragen nichts als ein dünnes Lederhalsband und einem Gurt, der ihren Busen einzwängt, und ein Keuschheitsgürtel zwischen ihrer Scham. Demütig senken sie den Kopf. Ich gebe ihnen ein Zeichen. Ausziehen. Und sie beginnen, dich auszuziehen. Du willst noch helfen, aber auf einen Wink von mir hält dir eine der Sklavinnen die Arme nach hinten. Nachdem dein Hemd ausgezogen ist, nimmt sie Ledermanschetten und fesselt deine Arme. Mit nacktem Oberkörper stehst du vor uns. Los, weiter. Eine andere Sklavin öffnet deine Hose, zieht sie hinunter. Eine Peitsche berührt dein Bein und du hebst das rechte Bein, sodass eine andere Sklavin dir die Schuhe ausziehen kann und die Hose über die Beine. Das gleiche mit dem linken Bein. Nun stehst du nur in Slip vor mir. Ausziehen, aber Dalli. Die Sklavin ziehen dir auch den Slip aus. Völlig nackt stehst du vor uns Frauen. Ich sage zu den anderen beiden, ihr dürft den Kopf heben und dieses Objekt betrachten. Die Sklavinnen heben den Kopf. Sie schauen dich an, auf deinen jämmerlichen, kleinen, eingeschrumpelten Penis. Was ist das denn, sage ich. Das verspricht aber nicht viel Freude. Meine Peitsche berührt deinen Lustschlag, der sich vor Schreck noch mehr verzieht. Ha, was ist das denn? Dieser kleine Wicht. Du läufst hochrot an. Du schämst dich. Du verstehst gar nicht, was los ist. Sonst ist er doch immer so prall und stark. Aber nun verkriecht er sich. Tz, was machen wir nur damit? Ich gebe den Frauen ein Zeichen und sie führen dich zur Wand. Sie öffnen die Fesseln, heben deine Arme. Und du merkst, dass zwei Ringe in der Wand befestigt sind. An die binden sie dich fest. Deine Beine, los, mach deine Beine auseinander. Du spreizst deine Beine und auch sie werden rechts und links angefesselt, in Manschetten gesteckt, sodass du mit ausgestreckten Beinen breitbeinig an der hinter dir spürst du die kalte Wand, die kalten Steine. Ich, deine Herrin, betrachte dich, weiß erstmal nicht, was ich mit dir machen soll. Bleib erstmal so. Ich werde später wiederkommen. Damit dir nicht zu warm wird, werden wir dir noch eine kalte Abkühlung verschaffen. Zwei Männer tragen einen großen Kübel Eiswasser heran. Los, abwaschen.
Sie schütten dir den Eimer mit einem Schwung über den Körper. Ein Schock durchströmt dich. Es ist eiskalt. Ah, das gute Stück schrumpft noch mehr ein. Ich wusste gar nicht, dass es noch weiter geht. So verlassen wir dich erstmal. Die Tür geht zu und du stehst im Dunkeln. Nur ganz in Ferne, nur ganz in der Ferne siehst du am Ende des Raumes die kleine, kleine, nackte Glühbirne, die kaum Licht spendet. Wie lange du so gestanden hast. Plötzlich geht wieder die Tür auf und eine der Sklavinnen, meiner Sklavin, kommt hinein. Ihr Mund ist geknebelt, sodass sie nicht mit dir reden kann. Sie gibt dir ein Zeichen. Du versuchst noch weiter die Beine zu spreizen. Nachdem es nicht weitergeht, bist du ganz verzweifelt. Die Tür geht wieder auf und ich komme hinein. Na, hast du dir nun überlegt, wie das Ding größer geht? Du schüttelst verzweifelt mit dem Kopf. Dir ist es ganz peinlich, dass dein gutes Stück so wenig funktioniert. Ah, lass mal, sage ich, wir werden schon eine Lösung finden. Daraufhin gebe ich meinen Sklavinnen einen Wink. Sie kommen mit einer großen Batterie hinein. Dort sind mehrere Kabel dran und Klammern. Die Batterie wird in ein Gerät gestellt und angeschlossen. Los, leg den hier aufs Bett. Deine Fesseln werden gelöst und es wird dir ein Zeichen gegeben, dich auf das Gitterbett zu legen. Die Matratze ist gar keine Matratze, sondern eine harte Metallplatte unter dir, eine Eisenplatte. Bindet ihn die Beine, spreizt sie aber richtig gut, links und rechts an den Gestell, werden deine Beine angebunden. Los, Arme heben, wird's bald, ich schlage dir mit meiner Gerte auf den Bauch und auf die Arme, schnell streckst du die Arme. Auch die werden angebunden. Ich hebe meinen Fuß mit den Lackstiefeln und setze ihn auf dein bestes Stück. Mit meiner Stiefelspitze massiere ich deinen Stab. Du spürst den Schmerz, den Druck und schreist auf. Ruhe, sage ich. Genießt du nicht meine Behandlung? Du versuchst, dein Stöhnen zu unterdrücken, doch es gelingt dir nicht. Los, knebelt ihn. Jemand steckt dir einen Gummiball in den Mund und bindet ihn mit einem Lederriemen hinter deinen Kopf fest. Ein Blasebalg pumpt den Ball ab. Ein Blasebalg pumpt den Ball auf, sodass dein Mund aufsteht und du keinen Ton mehr sagen kannst. Am besten
Ihr verbindet ihnen auch noch die Augen, sage ich. Daraufhin knotet dir jemand ein Seidentuch über deine Augen zusammen. Nun bist du völlig blind. Du hörst, wie die an dem Gerät mit der Batterie herumhantiert wird. Und dann spürst du, wie sich die ersten Klemmen an deinen Brustwarzen befestigt werden. Mit Nippelklemmen. Scheiße, sage ich. Die Nippel sind nicht groß genug. Die Klemmen halten nicht vernünftig. Los, macht sie stark. Du spürst, wie ein Mund sich auf deine Brustwarzen setzt und saugt und eine Zunge umspielt sie. Ein Kribbeln durchfährt deinen Körper. Du spürst, wie deine Nippel größer werden. Dann wird die Nippelklemme draufgesetzt. Ein Stechen durchfährt deinen Körper. Das gleiche geschieht mit deiner anderen Brustwarze. Auch hier werden Klemmen draufgesetzt. Das reicht nicht. Hörst du meine Stimme? Weiter. Nehmt seine Innenschenkel. Jemand spannt die Innenhaut deiner Schenkel, um auch dort Klammern anzusetzen. Ein stechender Schmerz durchfährt dich. Langsam werden Klammer für Klammer an deinen Innenschenkel hochgesetzt. Nun kommen sie an deinen Sack an. Ah, mal schauen. Oh, was ist denn das? Da sind ja Haare dran. Ah, du bist nicht rasiert. Sklave, weißt du nicht, dass man sich rasieren muss? Beschämt schüttelst du den Kopf. Dann spürst du, wie jemand deine Haare mit einem Messer rasiert, ohne Schaum. Das Schaben rötet deine Haut und macht sie sehr empfindlich. Nun werden die Klemmen auch an deinen Sack angesetzt. Du stöhnst vor Schmerz auf. Da spürst du die Peitsche über deinem Bauch. Ruhe, willst du dich wohl beherrschen, Sklave? Klemme für Klemme wird an deinen Körper befestigt. Immer mehr und mehr. Schmerz für Schmerz. Dein ganzer Hoden schmerzt. Dann deine Eichel. Jemand massiert deinen Schaft, deinen Penis und du merkst, wie sich Erregung breit macht. Dein Schlussstab schwillt an. Ah, hörst du mich sagen, endlich. Und dein Stab wird größer und größer. Und als er seine größte Größe erreicht hat, wird dir die erste Klemme auf die Eichel gesetzt und weiter den ganzen Penis entlang. Du stöhnst auf, du glaubst schon den meisten Schmerz ertragen zu haben, aber da hast du dich geirrt. Warte, Sklave, was noch kommen wird. Denn jetzt hörst du, wie ich sage, los. Du hörst ein Klicken und plötzlich durchfährt ein Stromstoß deine Brustwarzen. Du bäumst dich auf
denkst, du kannst es nicht mehr aushalten, da sage ich Stopp. Der stoßt nichts nach. Du sinkst zurück auf die harte Metallplatte. Aber plötzlich Strom unter deinem Rücken. So wie du den mit den Rücken die Metallplatte berührst, durchstößt dich auch da Stromströße. Das, mein lieber Freund, sage ich dir, dient dazu, die Spannung zu halten. Also versuchst du nur, mit deinen Schultern auf der Metallplatte zu bleiben und deinen Rücken möglichst davon entfernt zu halten. Du biegst ihn durch. Oh, seht mal, was für ein toller Unterkörper. Siehst du, da ist doch was. Die Strombehandlung tut dir gut. Los, Brustwarzen. Aber nicht nur die, warte ab, mein Süßer. Strom durchfährt deine Brustwarzen. Du schreist auf in deinen Knebel, doch niemand hört es. Und als du schon denkst, du hältst die Spannung nicht mehr aus, spürst du wie noch ein Klacken, du hörst noch ein Klacken und plötzlich wird auch in deinem Oberschenkel der Strom geleitet und klack in deinen Sack und in deinen Penis. Alles wird mit Strom durchflutet. Tausende von Volt durchströmen dich. Gerade so viel, dass du noch am Leben bleibst. Aber auch so viel, dass du denkst, dein letztes Stündlein hätte geschlagen. Dein Herz fängt an zu rasen. Schweiß tritt aus deinen Poren. Und Schmerz, ein unendlicher Schmerz durch den Strom. Und ein Kribbeln. Und du merkst, wie dein Luststab immer weiter anschwillt. Dein Glied wird fester und fester. Praller, immer praller und praller. Dein Saft will aus ihm herausschießen. Doch in dem Moment, wo du kommen willst, wird eine Klemme mitten vorne auf die Eichel gesetzt und schließt das Rohr. Eine unendliche Spannung ist in deinen Sack, in dein Glied. Der Saft drückt dagegen, aber er kann nicht raus. Es zerreißt dich. Plötzlich wird der Strom abgeschaltet. Du sackst in dir zusammen. Zitterst, weinst, versuchst zu flehen, aber du wirst nicht gehört. Und dann wieder wird der Strom umgelegt. Du spürst, wie eine riesige Orgasmuswelle heranrollt. Der Saft will raus, die Spannung, der Schmerz. Du hast unheimlichen Schmerz. Aber auch ein unheimlich geiles Gefühl im Körper. Du reißt an deinen Fesseln, du ziehst und zerrst. Aber ich, deine Herrin, habe keine Gnade an dir. Du hörst mein Lachen, mein hämisches Lachen. Ich habe Freude daran, dich zu quälen. Und zu allem Überfluss beschließe ich, die Peitsche zu schwingen. Du spürst die Striemen über deinen Arm, über deine Brust, sogar dein Gesicht trifft es. Es klatscht auf deinen Bauch. Du windest dich vor Schmerz und vor Lust. Vor Lustschmerz, aber ich habe keine Gnade. Das Gefühl ist immer stärker und stärker. Ein Orgasmus rollt heran und baut sich immer weiter und weiter auf.
darfst nicht kommen. Kurz vorm Kommen kommt noch ein größerer Stromstoß. Und dann wird's wieder abgeschaltet. Du weißt nicht, was du machen sollst. Du reißt und zerrst. Und jedes Mal bekommst du einen noch festeren Schlag, einen noch festeren Stoß. So geht es immer weiter und weiter. Du findest keine Erlösung, bist voller Spannung. Tränen treten dir aus deinen Augen. Du weinst ganz, ganz hemmungslos. Du hast Angst um dein Leben, weißt aber auch, dass ich dich am Leben erhalten werde, zu meiner Freude, zu meinem persönlichen Genuss werde ich dich quälen. Du bist dankbar, aber auch voller Schmerz und Angst. Und diese Strombehandlung geht immer weiter und weiter. Und deine Eichel ist zugeknipst durch die Klemmen. Dann hört der Stromschlag plötzlich auf. Du spürst, wie die Klemme von deiner Eichel genommen wird. Und dann spürst du, wie dieses Bett, auf dem du dich befindest, wie diese Eisenplatte, wie unter dir sich was löst, wie sich das Bett anhebt und das ganze Bett gedreht wird. Nun hängst du kopfüber, an deinen Armen gefesselt und an deinen Beinen. Du spürst, wie du nach oben gezogen wirst. Aber du kannst ja nicht sehen. Moment mal, sage ich, stopp. Ich hole zwei Ohrenschützer und setze sie dir über die Ohren. Ich verschließe deine Ohren, sodass du auch nichts mehr hören kannst. Nun bist du nur noch Gefühl. Du hängst an Armen und Beinen, an Gitter gefesselt quasi in der Luft. Du spürst, wie Kabel samt Klemmen an deinem Körper befestigt sind. Die Platte, die hinten ist, wird geöffnet, sodass ich auch gut an deinen Arsch komme. Da spürst du, wie dir ein Plug in den Hintern geschoben wird. Dann, zack, Strom. Auch in deinen Anus wird Strom geschossen. Nun bekommst du von allen Seiten, innerlich und äußerlich, Strom. Du spürst ein Kribbeln. Und gleichzeitig spürst du auch meinen Mund auf deiner Haut. Ich beiße dich, ich zwicke dich. Und die Orgasmuswelle rollt wieder heran und du spürst, wie du abspritzt. Dein Saft strömt aus deinem Körper, er schießt aus deinem Penis hinaus. Du stöhnst auf vor Lust und mit jedem Stöhnen bekommst du einen neuen Schlag mit der Peitsche und mit dem Strom. Du bist mir hilflos ausgeliefert. Ich genieße dich mit meinen Helfern. Zu meinem eigenen Vergnügen führe ich Tests an dir durch. Ich probiere aus, wie erregt du bist, wenn ich nur die Brustwarzen stimuliere. Dann stimuliere ich nur deinen Sack. Dann stülpe ich dir eine Art Melkmaschine über deinen Luststab und lasse daran saugen. Dein Lustsaft wird praktisch aus deinem Körper gesaugt.
Du genießt all diese Berührungen, obwohl du sie eigentlich gar nicht genießen willst. Eine nie dagewesene Energie durchfließt dich. Orgasmuswelle an Orgasmuswelle rollt über dich. Du kannst nicht mehr. Du kannst einfach nicht mehr. Du stöhnst in deinen Knebel hinein. Aber all dein Stöhnen bleibt ungehört. Du wirst gemolken, mit Stromstößen gequält. Immer weiter und weiter. Dein ganzer Körper ist nur noch Empfindung. Nur noch Empfindung. Du hörst nichts. Du spürst nur. Plötzlich spürst du Eis an deinen Penis. Eis, nass, gepaart mit Strom. Ein nie dagewesenes Gefühl durchströmt dich. Du kannst nicht mehr. Du weinst, du bist am Weinen, verzweifelt. Du kannst dich gegen den Orgasmus nicht wehren. Welle über Welle durchströmt dich. Du bist ein Objekt zu Testzwecken. Nur noch Strom. Strom und unterschiedliche Empfindungen. Plötzlich wird es ganz heiß, wie Feuer. Und dann wieder schlagartig kalt. Nun spürst du, wie deine Lagerstatt wieder gedreht wird. Und du wieder auf dem Rücken liegst. Aber immer noch ist der Block in deinem Arsch. Und von unten durchströmt Strom dein After. Du merkst, wie du eigentlich dein Darm sich entleeren will. Es krampft sich zusammen. Du würdest gerne zur Toilette rennen. Aber es geht nicht. Du bist gefesselt. Und dieser Plug ist da. Er schießt Strom durch dich. Er stimuliert deine Prostata von hinten. Und dein Penis ist nun steif. Steif und groß und dick. Und der Samen strömt hinaus. Strömt hinaus. Und du fühlst dich völlig erschöpft. Aber jedes Mal, wenn du ihn zusammensacken willst, kommt wieder ein neuer Stromstoß, neue Empfindungen. Du weißt schon gar nicht mehr, was alles mit dir gemacht wird. Feuer, Eis, Strom. Du bist völlig erledigt. Du spürst, wie immer mehr Hände deinen Körper berühren, ihn betasten, lecken, beschnuppern. Schläge hauen auf dich hinieder, bearbeiten dein bestes Stück. Und dann wird die Voltzahl so hoch gedreht, dass du denkst, du explodierst. Und du kommst. Du kommst und kommst, angefesselt, gefesselt, sich nicht wehren könnt, bäumst du dich in deine Ketten auf. Dann plötzlich ist alles vorbei. Kein Strom mehr, keine Hitze, keine Kälte. Du liegst da, hörst nichts. Siehst nichts, spürst nichts mehr. Du liegst dort und weißt nicht, wie lange du so dort liegst. Sind es Minuten, sind es Stunden? Zunächst bist du völlig erschöpft. Vielleicht bist du auch eingeschlafen. Du weißt es nicht mehr. Dir ist auch alles egal.
dann spürst du plötzlich wieder, wie etwas an deinen Penis ruckt. Die Klammern werden abgezogen mit einem scharfen Ruck und auch von deinen Brustwarzen. Du schreist auf vor Schmerz von deinen Innenschenkeln. Zack, ab, ab. Schmerz durchflutet deinen Körper. Spannung baut sich wieder auf. Nachdem anscheinend alles entfernt ist, spürst du plötzlich, wie etwas ganz Leichtes deinen Körper berührt. Zarte Küsse oder eine Feder. Rauf und runter deine schmerzenden Stellen entlang. Dies ist nun ein ganz sanftes, ein ganz leichtes Gefühl. Jemand berührt mit der Hand deine Wange. Du versuchst, dich hineinzuschmiegen, doch dann geht die Hand wieder weg. Der Gehörschutz wird abgenommen, die Augenbinde wird abgenommen, nur der Knebel bleibt. Du siehst mich, das Gesicht deiner Herrin, was sich über dich beugt. Na, mein Sklave, ich muss doch sagen, du warst ein sehr lustvolles, ein sehr gutes Spielobjekt. Ich sehe, dein kleines Schwänzchen kann doch ganz schön groß werden. Ein guter Luststab sein. Wer weiß, vielleicht darfst du mich eines Tages damit befriedigen. Doch nun, mein Süßer, zeig es mir erstmal an einer meiner Sklavinnen. Zeig mir, wie gut du bist, wie gut die Behandlung war. Du wirst losgebunden. Und aufgerichtet. Du bist völlig erschöpft. Du willst deiner Herrin gefallen. Du willst ihr so sehr gefallen. Und weißt doch nicht, wie dir das gelingen kann. Jetzt, wo du so ausgepumpt bist. Wo sie dir eigentlich den ganzen Saft genommen hat. Du schaust deiner Herrin verzweifelnd und flehend an. Nein, mein Süßer, du musst mir schon zeigen, was du kannst, wenn du meine Gunst behalten willst. Du nickst ergeben, senkst den Kopf. Eine Sklavin tritt zu dir. Los, komm, sag ich, zeig's mir. Fick sie in den Arsch. Die Sklavin kniet sich nieder auf alle Viere. Und du stellst dich hinter sie, kannst dich kaum halten. Knie nieder, sag ich, mach die Hündchenstellung. Du kniest dich hinter die Sklavin und versuchst deinen Penis in ihren prallen Arsch zu stecken. Doch es will dir nicht gelingen. Du bist völlig ausgepumpt. Brauchst du eine neue Behandlung? Frage ich. Du schaust mich flehend an. Okay, sage ich. Komm, ich werde Hilfestellung leisten. Dreh deinen Arsch zu mir. Zusammen, du und die Sklavin, dreht ihr sich euch in eine Position, an der ich guten Zugriff auf deinen Hintern habe, auf dein kleines, rosiges Loch. Ich nehme einen Block und stecke ihn dir in den Hintern. Dann schließe ich nochmal Strom an und schieße es rein.
Du stöhnst auf, du bäumst dich auf. Und ein ganz bisschen wird dein gutes Stück auch stärker. Ah, reicht das nicht? Sage ich, ziehe den Block wieder raus, ziehe mir Handschuhe an und stecke zwei Finger in deinen Hintern. Ich dringe vor bis zu deiner Prostata, massiere und drücke sie. Mit meiner anderen Hand nehme ich von hinten deinen Sack und deinen Hoden in der Hand, massiere sie und quetsche sie. Langsam durchströmt wieder Erregung durch deinen Körper. Schön, mein Süßer. Schön. Sehr gut. Braver Junge, sage ich. Nun los, fix sie. Denk an den Schmerz, an den Strom. Denk an die Erregung, die dich vorhin durchflutet hat. Du tust, was ich gesagt habe, und dein Luststab schwillt an. Du steckst ihn der Sklavin vor dir, in die Rosette und stößt zu. Sie stöhnt auf, windete sich. Los, sage ich, massiere ihr auch die Klit. Du nimmst deine Finger und massierst die Klit der Sklavin. Du merkst, wie sie sich aufbäumt, wie der Lustsaft aus ihr heraustropft. Das macht auch dich geil, denn du willst mir gefallen. Du willst mir zeigen, was du kannst. Du stößt so immer mehr und heftiger. Plötzlich spürst du, wie ich die Peitsche über deinen Rücken schwinge, und du spürst Schlag für Schlag. Immer weiter. Komm, Junge, sage ich. Komm, mach schon. Klatsch auf deinen Hintern. Klatsch in den Arsch der Sklavin. Du stößt immer fester zu. Moment, warte, sage ich. Ich gebe einer anderen Sklavin einen Wink und sie macht wieder den Block in deinen Arsch, schließt den Strom an. Mit einer anderen Hand klemmt sie eine Zwinge an deinen Sack und eine vorne an die Klit der anderen Sklavin. Los, sage ich, weiter. Schweiß durchströmt deinen Körper, du bemühst zuzustoßen. Die Frau vor dir stützt sich auf den Boden ab und stöhnt. Dann sage ich, Hebel umlegen, und ein neuer Stromstoß durchströmt deinen Arsch und deinen Sack, und dein Penis schwillt immer weiter an. Und je stärker der Strom wird, je mehr stößt du zu. Du bemühst dich, schaust auf und siehst in mein strenges Gesicht. Kopf runter, sage ich, du senkst wieder den Kopf. Und ich sporne dich an, indem ich mit jedem Stoß auf deinen Hintern klatsche, den Block immer mehr rein, was den Strom noch intensiver durch deinen Körper strömen lässt. Und du merkst, wie es sich aufbäumt und wie der Saft kommt. Und du kriegst deinen Orgasmus. Und du hörst, wie die Frau vor dir auch aufschreit. Du stöhnst in deinen Knebel hinein. Stürmst und bäumst dich auf, all deine Kraft. Und dein Saft fließt in die Sklavin rein. Durch den Strom hält der Orgasmus an, immer weiter und weiter. Und die Erregung durchströmt deinen Körper. Und auch der Stolz, mich, deine Herrin, zufriedengestellt zu haben. Gut, sage ich, mein Junge, nachdem ihr fertig seid. Die Sklavin kriecht von dir weg und du sitzt auf deine Knie. Als du aufstehen willst,
sage ich sitzen bleiben und du bleibst knien, Hintern auf die Fersen, Hände auf die Oberschenkel, Kopf gesenkt. Du siehst, wie ich zu dir trete, meine Lackstiefel. Ich streichel dir über die Haare und über die Wangen. Dann drücke ich dir einen sanften Kuss auf die Stirn. Braver Junge, sage ich. Braver Junge. Bleib hier jetzt, bis ich irgendwann wiederkomme. Wer weiß, du hast mir sehr gefallen. Wer weiß, was ich beim nächsten Mal mit dir anstellen werde. Damit verlasse ich den Raum. Es wird dunkel, die Tür schließt sich. Du bleibst dort sitzen, nackt, gedemütigt. Öffnest du in deiner Fantasie die Augen und gehst hinaus durch die Tür, verlässt diese Fantasie, bist wieder in den Raum mit der Treppe und den vielen Türen. Dann gehst du langsam die Treppe hinauf und während ich von 10 bis 1 rückwärts zählen werde, wirst du immer wacher und wacher und immer mehr und mehr im Hier und Jetzt. Du wirst immer klarer und klarer und immer mehr und mehr im Hier und Jetzt. 10, du machst den ersten Schritt. 8, ein befriedigendes Gefühl durchströmt deinen Körper. 9, du wirst immer wacher und wacher, immer klarer und klarer. 7, immer mehr und mehr, immer wacher und wacher. 6, ein wunderbares, befriedigtes Gefühl durchströmt deinen Körper. 5, immer wacher und wacher, immer klarer und klarer. 4, immer mehr und mehr im Hier und Jetzt. 3, du kommst Stück für Stück zurück ins Hier und Jetzt. 2, immer mehr und mehr, immer wacher und wacher, klarer und klarer. Und 1, du bist ganz im Hier und Jetzt. Und du reckst dich und streckst dich und überlegst, welcher Tag heute ist. Und bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Und wie hat dir diese Reise gefallen? Möchtest du mehr? Dann schau und hör doch rein in einer meiner anderen Audio- oder Printpublikationen. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben mit deinen eigenen Wünschen für eine eigene Audiohypnose. Die Kontaktdaten für die E-Mail findest du im Cover dieser Audiodatei. Deine Lara Tempels.